Herzlich willkommen zu Let's Play nicht. Nicht Let's Playen, aber trotzdem spielen. Heute mit Dishonored. Dishonored wurde in den späten 90ern von der lateinamerikanischen Zoowärterin Beth Esther entwickelt und spielt in Australien während des Ersten Weltkrieges. Man steuert einen Schweizer Marineoffizier namens Egon Perspektive und weiß zu Beginn noch nicht so richtig, ob man diesen noch selbst zu sehen bekommt. Kurz nachdem man das Boot verlassen hat, sieht man jedoch einen sehr kurzen Gastauftritt von Angelina Jolie. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Und in der anschließenden Tutorial-Mission muss man dann ein minderjähriges Mädchen stalken. Da aber das Stalken von Minderjährigen verboten ist, muss man dies äußerst leise und unauffällig tun. Entdeckt das minderjährige Mädchen einen, alarmiert sie sofort die örtliche Polizei und man muss von vorne anfangen. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Im weiteren Spielverlauf kann man dann Sydney besichtigen und wird sofort mit einigen Waffen und Zaubergedöns ausgestattet. Man bekommt auch eine obercoole Maske geschenkt, die man aber leider nur von innen sehen kann, da das Spiel ja ein First-Person-Game ist. Dishonored ist übrigens Spanisch und heißt zu Deutsch eingeschränktes Lichtraumprofil. Bethesda hat sich bei der Umsetzung dieses Titels sehr viel Mühe gegeben, besonders nachdem sie 2011 den Oscar für das beste Online-Open-World-Spiel bekam. Skies Rim verkaufte sich nämlich weitaus besser als der damalige Konkurrent Assassin's Creed Istanbul aus dem Hause Ulkisoft. Die Pros. Die Grafik basiert auf einer unechten Engine und wirkt dadurch sehr realistisch. Die Skillverteilung ist sehr einfach und intuitiv im Vergleich zu komplizierten Menüs, wie man sie aus Spielen wie zum Beispiel The Wixxer 2 kennt. Die Nebenmission Kopfsalat, in der man lose Köpfe aufsammeln muss und unter Zeitdruck wieder zurück auf die Tische legen soll, macht sehr viel Spaß und ist recht abwechslungsreich. Die Contras. Obwohl die Grafik schlichtweg umwerfend ist, bekommt man regelmäßig überflüssige Unterwasseraufnahmen zu sehen. Die Steuerung ist sehr eingeschränkt und man hat nur einen Knopf zum Springen. Ständig und überall findet man zwar Geld, kann dies allerdings nicht in der örtlichen Kneipe verwenden, um sich ein Bier zu kaufen. Zwar lässt sich die klassische Schankanlage selber bedienen, aber man kann kein Glas so richtig drunter stellen, um dieses mit dem leckeren Getränk zu füllen. Wahrscheinlich ein Bug, denn das Spiel ist ja noch in der Beta-Phase. Der Online-Zombie-DLC wurde in Deutschland leider zensiert und gegen Nagetiere ausgetauscht. Somit muss man also zusehen, wie andere Spieler anstatt von einer Horde Untoter von einem Rudel Ratten gefressen wird. Ziemlich ranzig aussehende Ratten sogar. Ranzige Ratten. Der Begriff kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Als Ausgleich hat Bethesda einen neuen Spielemodi vorgestellt, in dem man durch ein Gefängnis schleichen muss, um ein Stück Seife zu finden. Hardcore-Gamer berichten allerdings von eindringlichen Bugs, sobald man dies im Bücken erledigt. Auf diese Weise bekommt der Begriff Hardcore-Gamer eine völlig neue Bedeutung. Aber das Schlimmste an diesem Spiel, man kann keine Nazis erschießen. Zwar spielt Dishonored deutlich vor der Nazi-Zeit, aber seit dem erfolgreichen Shooter von Wolfgang Stein darf Nazis erschießen natürlich in keinem Spiel fehlen. Aus diesen Gründen bekommt Dishonored von uns die Wertung 8,2 von 2456 möglichen Punkten und wir sagen Let's Play nicht dieses Spiel. Schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir darüber reden, warum die iPhone-Version von GTA 5 noch vor der PC-Version erscheinen soll und warum immer mehr Gamer auf YouTube Real-Life-Videos mit schlechter Grafik hochladen.